Hallo, liebe Freunde grob aufgelöster Baukunst, grünen Selbstmordattentätern und was weiß ich nicht noch alles. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem neuen Minecraft-Server und zu unserem neuen Projekt. Ich habe mir für dieses Projekt bzw. für dieses Video erstmal tatkräftige Unterstützung geholt. Die werte Prickbabe ist auch anwesend. Hallo zusammen. Hallo da unten. Hi. Und wir wollten euch kurz den Server vorstellen, denn ihr werdet ein wichtiger Bestandteil des Servers sein. Und ja, wir laufen erstmal zum Spawnhaus, würde ich sagen. Und währenddessen erzähle ich mal ein bisschen was vom Server. Au. Ja, der Server ist ein Public Server. Das heißt frei zugänglich, ohne Passwort, ohne Beschränkung. Und zwar zurzeit für gleichzeitig 10 Leute. Keine Sorge, ist jederzeit erweiterbar, also sollte der Andrang doch etwas größer sein, ist es auf jeden Fall, wie gesagt, jederzeit aufbohrbar, sagen wir es mal so. Bis zu 100 Player können hier drauf. Also sollte eigentlich genug Platz sein. Ich habe diesen Server angemietet, weil ich mir gedacht habe, das macht die ganze Sache ein bisschen abwechslungsreicher. Denn es gibt so wahnsinnig viele Minecraft Let's Play Together und hast du nicht gesehen. Deswegen dachte ich mir, warum nicht alles zusammenfügen? Wie das Projekt im Endeffekt aussehen wird, wie ja, sich die Leute hier finden werden und so weiter, muss ich ehrlich zugeben, habe ich mir noch gar keinen Kopf drum gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin in der Hinsicht eigentlich sehr offen. Denn ja, ich weiß nicht, ob man jetzt gemeinsam das Forschen anfängt oder ein großes gemeinsames Bauprojekt oder auch jeder für sich einzeln baut, mit der Unterstützung vielleicht, Kleinunterstützung anderer, ist mir persönlich erstmal egal. Und jedem selber überlassen. Genau das meine ich. Kein Zwang. Es soll halt sich nicht irgendwie jemand zu irgendeinem Bauprojekt genötigt fühlen oder so. Ich möchte eben kreativen Menschen, denn ich weiß, dass es sehr fähige und auch sehr engagierte und kreative Minecrafter gibt da draußen. Genau solche Leute möchte ich auf dem Server haben. Natürlich habe ich auch nichts gegen Anfänger. Jeder ist... ja. Aber es ist halt doch ein Unterschied, ob einer erst sich in die Minecraft-Welt eingewöhnen muss oder ob er schon genau Bescheid weiß und weiß, wie man am besten craftet. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken, dass ich mich nicht verlaufe, denn wir sind auf dem Weg zu Prickbabes Anwesen. Ja, aber noch nicht ganz kompletten Anwesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, das ist noch nicht fertig. Leider ist mir Risen dazwischen gekommen. Was heißt leider? Ja, wie gesagt, ihr könnt jederzeit auf diesen Server kommen. Wie ihr zu einem registrierten User werdet, was sehr wichtig ist, um hier bauen zu können, ist eigentlich ganz einfach herauszufinden. Ihr gebt einfach in die Chatzeile /register ein und bekommt dann eine Step-by-Step-Anleitung, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und ich euch für den Server freischalten kann. Denn natürlich musste ich den Server komplett sperren, damit der Griefing sicher ist und auch eure kommenden Projekte vor unerwünschten Gästen eben geschützt ist. So, jetzt suche ich mal kurz die Prick. Ach, die rennt bei ihren Schafen rum. Ja, ich komme gerade hinterher gedackelt. Bei ihren Smarty-Schafen? Smarty-Schafen, ja. Schön gefärbt, so wie Mädels das gern haben, ne? Ja. Und im Grunde genommen war das das auch schon an den wichtigsten Informationen. Wie gesagt, jeder hat hier so seine kleinen Projekte angefangen. Balifight ist eher derjenige, der rumprobiert. Also er versucht verschiedenste Sachen, wie zum Beispiel bewegliche Häuser und so weiter. Ja, er ist neu in Minecraft. Aber er probiert sich halt aus, was ich natürlich auch sehr begrüße. Denn wie gesagt,
das Projekt soll möglichst viel Abwechslung bieten können. Und da bietet sich so ein Server doch sehr gut an, muss ich sagen. Denn lass mich 2 Tage nichts gearbeitet haben, weil Beruf, weil Privatprobleme, keine Ahnung. Aber ein anderer hat dafür in der Zeit sehr viel Zeit. Ich komme wieder auf den Server und kann euch schon wieder was Neues zeigen. Obwohl ich nichts bauen konnte. Und wie gesagt, das macht die ganze Sache, das ganze Let's Play, das ganze Minecraft ein bisschen abwechslungsreicher. Und deswegen dachte ich eigentlich, wäre das eine ganz nette Idee. Finde ich übrigens auch. So, hier wären wir dann bei meinem Haus. Mit meiner schönen Ernteanlage. Ja, ja, die ist geklaut, braucht er jetzt gar nicht flamen, ich weiß. Aber die Funktionsweise ist halt einfach perfekt. Kann man nichts sagen. Und hinter dem nächsten Hügel ist dann auch schon das Spawnhaus. Da werdet ihr spawnen und es, solange man die Schilder beachtet oder beachtet werden, solange könnt ihr das Haus nicht verlassen, solange die Türen geschlossen sind. Denn ihr dürft keine Blöcke benutzen, wenn ihr das erste Mal hier spawnt. Wenn ihr euch bei mir vorgestellt habt, oder auch eben bei PrickBabe, aber ich bin erster Ansprechpartner. Dann kann man euch, wie gesagt, freischalten, das ist kein Problem. Und ihr könnt natürlich auch das Haus verlassen und könnt euch in der Welt ausbreiten. Wichtig ist nur, nehmt etwas Rücksicht auf andere schon anwesende Spieler. Denn, ja, ich glaube, einer, der sich einen großen Drachen oder eine Burg oder sonst irgendwas Mittelalterliches baut, möchte nebendran kein Pixelart. Und das ist die einzige Bedingung, die ich im Grunde genommen stelle, nehmt Rücksicht auf andere Spieler. Ich bin, weiß Gott, kein Prinzipienreiter oder sonstiges. Es soll jeder seinen Spaß hier an dem Server haben. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das Haus zeige ich euch jetzt nicht komplett. An den Wänden rechts und links findet ihr noch die Regeln, die es so wahrscheinlich auf jedem Server gibt. Ja, und wie gesagt, das Haus werde ich euch nicht zeigen. Das ist das Spawnhaus. Ihr spawnt genau auf dem Punkt hier. Und könnt euch dann erstmal ausbreiten, könnt euch im ersten Stock meinetwegen schon mal ein Zimmer aussuchen. Die sind natürlich ebenfalls gesperrt, denn in den Truhen befindet sich für jeden Spieler eine kleine Überraschung. Und das war's von meiner Seite erstmal. Wir sehen uns in kommenden Projekten, beziehungsweise im kommenden Let's Play auf diesem Server. Sicherlich auch mit PrickBabe. Wirst du auch da sein hin und wieder, oder bist du jetzt in Risen erstmal gefangen? Ich werde versuchen, da zu sein. Wie gesagt, es macht keiner irgendeinem einen Vorwurf. Ihr könnt spielen, wie ihr Bock habt. Es ist meine große Welt, an der ihr euch gern beteiligen könnt. Und wenn ihr Bock drauf habt, seid ihr gern willkommen. Wenn ihr nur zuschauen wollt, dann schaut nur zu. Von meiner Seite war es das erstmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Und ja, ich freue mich auf euch. Und ich auch. Bis dahin. Bye, bye.